Wenn du dir immer wieder Menschen manifestierst, die dich nicht unterstützen, insbesondere wenn es die sind, von denen du glaubst, dass sie dafür da sind, dich zu unterstützen. Also das heißt, Menschen, die dir nahestehen, Menschen wie deine spezielle Person, dein Partner, Familienmitglieder, wo du glaubst, eigentlich sollten diese Menschen hinter dir stehen und sie tun es nicht. Du bist immer für alles alleine verantwortlich, du stehst alleine auf weiter Flur, die ganzen Lasten hängen an dir und du gehst daran zugrunde. Du wirst wütend. Du trägst eine unglaubliche Wut in dir, dass du alleine bist, dass du immer alleine bist. Wenn es drauf ankommt, ist niemand für dich da. Ja, kennst du diese Situation? Kennst du diesen Zustand, wo du einfach nur absolut verzweifelt bist, wo du nach Lösungen suchst und letztendlich zeigt sich nichts und niemand im Außen? Herzlich willkommen auf meinem Kanal Divine Design Manifestation. Wir sprechen über alle Dinge von Manifestation von dir, von deinem Seinszustand, von deiner Identität nach außen. Egal, ob es um andere Menschen geht, egal, ob es um Geld geht, egal, ob es um Gesundheit geht. Hier bist du am richtigen Ort, um herauszufinden, wie du ein Leben kreierst, generierst und manifestierst, das zeigt, dass du gewollt, geliebt und unterstützt bist, immer und bedingungslos. Ja, kommen wir zurück zu diesem Thema. Du schaust dieses Video jetzt an, weil du genau weißt, wovon ich spreche, weil dir dieses Gefühl absolut bekannt ist. Und ja, vielleicht hast du auch schon resigniert und sagst, okay, das ist halt so, ich bin auf weiter Flur alleine und ich bin am Kämpfen. Und ja, und dieses Gefühl gibt dir immer wieder eine Wut, eine unglaubliche Wut, die du unterdrückst, die vielleicht manchmal dich zu Tränen bringt, die dich manchmal zu emotionalen Ausbrüchen auch gegenüber anderen Menschen bringt, wo du sagst, oh mein Gott, kein Wunder, hilft mir niemand, weil ich so krass bin, weil ich so fordernd bin, weil ich so nicht geliebt bin auf diese Art und Weise in meiner Verzweiflung. Und genau das ist es, genau das ist es. Du bist verzweifelt, du bist überlastet, du bist belastet, du weißt nicht mehr, was du tun sollst, weil sich im Außen immer wieder diese Situationen spiegeln, wo du ausgeliefert bist und hilflos bist. Ja, alles im Außen zeigt dir deine Annahmen über dich selber und über das, was du glaubst, was im Außen für dich zur Verfügung steht. Und ja, wir sind alle so konditioniert. Wir sind alle so programmiert, weil wir diese Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben, Menschen, von denen wir ausgegangen sind, dass sie eigentlich für uns da sein sollten, sind genau dann, wenn wir sie brauchen, nicht für uns da. Und das zeigen sie uns. Wir sehen, wir gehen davon aus, wir sind wertlos und wir sind nicht wichtig. Und ja, woran liegt das? Wir alle sind auf Trennung konditioniert. Wir alle werden hier geboren und getrennt von unserer Nummer eins Person, die für uns da sein sollte. Und das ist dieser Ursprung dieses Seinszustands in uns, den wir nicht bewusst kreiert haben, der sich aber jetzt im Außen immer wieder manifestiert, weil das Leben schwer ist, weil das Leben alleine ist, weil das ganze Leben auf uns lastet und keine Unterstützung da ist, wenn wir sie brauchen.
Und genau so haben wir uns gefühlt, als wir auf die Welt gekommen sind, als kleines, kleines Baby. Diese Trennung, die dann stattgefunden hat von unserer Mutter aus dem Divine Design, in das wir geboren sind, aus unserem göttlichen Sein, aus unserem göttlichen Zustand, werden wir herausgerissen durch die Geburt in diesen fleischlichen, menschlichen Körper. Und das hinterlässt energetisch eine Informationsfrequenz, die uns sagt, du bist nicht unterstützt. Du bist jetzt alleine. Du bist jetzt ohne Unterstützung. Du musst jetzt hier klarkommen. Und das programmiert diese tiefe Ansicht in uns ein, dass wir uns auf niemanden verlassen können, dass wir absolut alleine dastehen, wenn das hart auf hart kommt, kommt es nur auf uns selber an. Und das gibt dieses unglaubliche Bedürfnis, im Außen Menschen zu finden, die für uns da sind, die uns lieben, die uns helfen, die uns unterstützen, die uns sagen, du bist gut, du bist richtig. Aber stattdessen wird uns von den Menschen im Außen gezeigt, du bist es nicht wert. Du bist nicht geliebt, du bist alleine, du hast keine Unterstützung und das gibt dieses Human Design Selbstkonzept, das gibt eine tiefe Schicht an Identität, die wir ohne Verschulden, ja, in uns tragen. Und deswegen ist es auch völlig egal, wie deine Beziehung zu deinen Eltern ist, wie deine Beziehung zu deinem Familie ist, das kann ganz, ganz schrecklich sein und das kann aber auch ganz, ganz unterstützend und liebevoll sein. Und trotzdem hast du immer wieder Situationen in deinem Leben, wo dir gesagt wird, nein, hier bist du alleine, so bist du nicht gewollt, so unterstütze ich dich nicht, weil andere Sachen sind mir wichtiger. Du bist nicht erste Priorität. Es gibt andere Prioritäten. Und diese Reflexion diese Reflexion, die du dann im Außen siehst an diesen Menschen, die spiegelt dir diese tiefe Lage von, ich bin getrennt. Da ist nichts, worauf ich Einfluss haben kann. Ich bin ausgeliefert den äußeren Umständen. Und wenn du jetzt verstehst, dass das nichts mit deiner Lebensgeschichte zu tun hat, dass es nichts damit zu tun hat, dass du als Persönlichkeit, als Human Design falsch bist oder jemals falsch warst oder was falsch gemacht hast, dass sich das bei dir immer wieder im Außen zeigt, sondern du verstehst jetzt, oh mein Gott, das ist für jeden ursprünglich bei Geburt eine Überzeugung und eine Ansicht, die mitgegeben worden ist, damit wir hier uns als getrennte Wesen erfahren. Und diese Trennung ist eben dieser Schmerz und dieser Schmerz und dieser Ärger und diese Frustration, die wird uns immer wieder im Außen gezeigt und hinterlässt uns einsam, hilflos und ausgeliefert und überlastet und gestresst. Und wenn wir das nicht verstehen, drehen wir uns immer im Kreis, drehen wir uns immer im Hamsterrad und es begegnen uns immer wieder Menschen und Situationen und Menschen in Situationen, die uns dann immer wieder darauf aufmerksam machen, nein, du bist nicht wichtig. Nein, ich bin nicht für dich da. Nein, du bist alleine. Nein, du bist nicht gewollt. Und das ist ein Geburtstrauma, das ist ein Geburtsschmerz,
den jeder Mensch mitbekommt, um ihn aufzulösen, um sich dessen bewusst zu werden, ohne sich selber als fehlerhaft, als nicht gut genug, als nicht geliebt anzusehen. Weil unsere Wahrhaftigkeit, unser Divine Design aus unserem Soul Blueprint sagt, du bist immer geliebt und du bist immer perfekt. Und unser menschliches Design aus diesem, das aus der Trennung heraus entstanden ist, dass wir getrennt werden von unserer versorgenden Kraft, dass uns das klar ist, dass diese Trennung, die wir wahrnehmen, weil sie stattgefunden hat, weil wir von unserem Geiste, von unserem Zuhause, von unserem Divine Design durch die Verkörperung getrennt worden sind. Und wenn du das verstehst, dass du ursprünglich, dass es überhaupt keine Strafe ist oder dass es nicht heißt, dass du nicht gut genug bist, sondern dass es nur heißt, okay, diese Trennung hat stattgefunden, als ich in die Verkörperung gegangen bin. Mein menschliches Denken hat diese ganzen Rückschlüsse zu mir gemacht, weil ich verstehen musste, warum bin ich jetzt getrennt? Habe ich mir Erklärungen gemacht. Und ich habe sie immer wieder auf mich zurückbezogen. Und deswegen fühlen sich ja auch Kinder immer schuldig. Deswegen fühlen sich Kinder immer verantwortlich für ihre Erwachsenen, für ihre Quelle, für ihre Versorger, weil sie glauben, hier müsste irgendetwas gemacht werden, damit diese Trennung aufgehoben wird, dass diese Einheit, diese Unterstützung, diese Sicherheit, dieses Zuhause im Außen wiederhergestellt wird. Und das machen wir so lange mit, bis wir so verzweifelt sind und einen Weg suchen, aus dieser Hilflosigkeit herauszukommen und in unsere Macht wieder zurückzukommen, bis wir hier landen beim Thema Manifestation. Dein Thema, wer bist du in deinem Divine Design Soul Blueprint? Wer bist du als wahrhaftiges Wesen, wenn du dich nicht über deinen Körper, über deine Annahmen, deine Traumata und deine Ängste identifizierst? Und jetzt bist du hier. Und ich sage dir, hier geht es nur darum, dass du in diese Klarheit und in diese Wahrheit kommst, dass du siehst, das Außen spiegelt mir immer nur wieder diese Trennung von Hilfe, von Unterstützung, von Liebe, von Versorgung wieder, so lange, bis ich begreife, dass diese Trennung, die durch meine körperliche Geburt entstanden ist und so identifiziert und erklärt wurde, dass mit mir was falsch ist, dass es eine Lüge ist und dass diese Einheit, die ich mir wünsche, die Einheit mit Versorgung, mit Unterstützung, mit Geliebtsein, mit Gewolltsein, nur in meinem Kopf stattgefunden hat, weil das das Spiel des Lebens ist, weil das die Geburt in einen Körper ist, um hinterher wieder alles zu integrieren, um mein Divine Design, Soul Blueprint in mir zu erkennen und daraus eine Identität zu erschaffen, die von Einheit ausgeht, von Perfektion, von Liebe, von Unterstützung, von Gewolltsein und damit im Außen dieses wieder gespiegelt bekommt. Und das ist das Gesetz, das ist das Prinzip der Manifestation und das ist das, was es heißt, deine Ansichten, deine Meinungen, deine Überzeugungen, deine Geschichten manifestieren sich im Außen. Und deine Urgeschichte beginnt mit der Urwunde der Trennung aus deinem
Divine Design. Und dass du erkennst, dass dein Soul Blueprint aber immer noch da ist und jetzt lernst, wie ist es zu verkörpern hier, und zwar nicht diese getrennte menschliche Verkörperung hier weiterzuleben, sondern die vereinte Einheit hier in mir zu tragen und gleichzeitig nach außen zu manifestieren, indem ich mich als dieses komplette, heile, kraftvolle, gewollte, perfekte und geliebte Wesen wahrnehme, das ich wirklich bin, wo ich das aber vergessen habe und nicht, weil ich nicht gut genug bin, sondern weil es die Grundlage eines verkörperten Lebens ist, mit der Grundlage wir alle geboren werden, um hinterher zu erkennen, was da gespielt hat. Und wie geil ist es, wie befreiend ist es, wenn du jetzt nicht mehr schauen musst, wieso haben das andere nicht? Und weißt, das haben alle. Das haben alle, das tragen alle in sich, diese Vorstellung des Getrenntseins, um dann hinterher diese Vorstellung wieder zu revidieren und zu sagen, mein Körper hat mich in Wahrheit nicht in die Trennung gebracht, sondern die Trennung hat stattgefunden, damit ich die Einheit wiederherstelle, dass ich als dieses göttliche Wesen jetzt hier auf dieser Welt Göttlichkeit manifestieren kann, Liebe manifestieren kann, Versorgung, Unterstützung manifestieren kann. Ich bin nicht gestraft, ich bin nicht verflucht, ich bin nicht eine von denen, die das haben, sondern alle haben das. Und das darf dich jetzt so befreien und sagen, wow, das ist ja nicht etwas, was mich persönlich von all den guten Dingen in diesem Leben abtrennt, sondern was uns alle auf diesem Pfad zur Selbstfindung, zur Persönlichkeitsentwicklung, zum Verstehen von Energie, zum Verstehen von Manifestation geschickt hat. Und wenn du das jetzt weißt, kannst du dich absolut klar und rein und in Ordnung fühlen und sagen, ja, wirklich, das war eine Illusion, die ich bis jetzt gelebt habe, die mir mitgegeben worden ist, nicht weil ich bestraft werde oder weil ich als falsches Wesen hier geboren worden bin, sondern weil es ein Teil von meinem menschlichen Dasein ist, weil dieses menschliche Dasein für mich klar werden muss, was ich hier als Mensch für einen Sinn und für einen Zweck habe. Und dieser Sinn und dieser Zweck hier als Mensch ist einfach, dass ich weiß, es herrscht Einheit. Diese Einheit herrscht mit mir und ich bin aufgerufen, diese Einheit zu verkörpern und mich ganz und heil und komplett geliebt, unterstützt, perfekt angenommen zu fühlen. Und wenn du in diese Divine Design Identity aus deinem Soul Blueprint eintrittst und alles andere, was du geglaubt und gedacht hast, auf Basis des Trennungsgedanken, des nicht unterstützt, nicht gewollt, nicht gut genug, bestraft und vielleicht sogar verflucht Gedanken, wenn du all das, all diese ganzen Konzepte und Konstrukte, die auf Basis von Mangel und Nicht-Dasein und Trennung entstanden sind, wenn du die alle loslässt und dich als dieses eine, das eine, dieses auserwählte Wesen hier anerkennst, in kompletter Liebe, dann kannst du all deine Geschichten, all deine Schmerzen, all deine Traumata, all deine Geschichten ablegen und sagen, das alles diente mir nur zum Erkennen und zum Bewusstwerden, als was ich hier gedacht bin, als Mensch mit göttlichem Ursprung, mit
Divine Design, Soul, Blueprint, Herz, Kern, Liebe, Perfektion. Und wenn du das verkörperst in eine Identität, die für dich noch absolut unbekannt ist, die keine Geschichte hat, die keine Vergangenheit hat, die nur diesen jetzigen Moment und immer wieder diesen jetzigen Moment hat, wirst du so eine unglaubliche Befreiung und gleichzeitig eine unglaubliche Kraft in dir selber fühlen, die dich von jeder Schuld, von jeder Verpflichtung, von jeder Last befreit, weil du erkennst, alles wohnt in mir und ich habe einfach ein falsches Haus betreten, und zwar dieses Haus der Trennung, dieses Haus, in dem ich nicht geliebt und unterstützt werde, diesen Seinszustand, dieses Selbstkonzept von mir. Und jetzt komme ich aber nach Hause, wo ich wirklich wohne, in meiner Kraft, in meiner Herrlichkeit, in meiner Heiligkeit, in meiner Heilheit, in meiner Komplettheit, in meiner Ganzheit. Und dann fühlst du, wie alles von dir abfällt, wie du frei sein kannst, wie du neu sein kannst, wie du frisch sein kannst. Und jetzt aus dieser Annahme, aus deiner Göttlichkeit, aus deinem Divine Design, aus deinem göttlichen Design, aus deinem Soul Blueprint, jetzt neu anfangen kannst, dich jetzt neu selber kreieren, erfinden kannst, weil du weißt, du bist die Macht, du bist die Kraft, du bist die Energie, aus dem diese ganzen äußeren Umstände entstanden sind, die dir immer wieder zurückgespiegelt haben. Nein, du bist es nicht. Nein, du bist nicht gewollt. Nein, du bist nicht geliebt. Nein, du bist nicht auserwählt. Nein, du bist nicht versorgt. Und diese ganze Lüge, mit diesem Verständnis kann diese ganze Lüge abfallen und du kannst erkennen, wie wirklich dieses Innen von dir rein klar wird, sich als Liebe auffüllt aus deinem Divine Design Soul Blueprint. Und dann dein Körper, dein Wesen, deine menschliche Identität daraus, die dann diese Annahmen hat, die weiß, ich bin immer geliebt, ich bin immer versorgt, ich bin immer richtig, ich bin immer gewollt, ich bin komplett gewollt mit all dem, was da mal war, weil das da mal war, dass diese Trennung hervorgerufen hat, hat mich ja hier hingebracht in eine Identität, die weiß, wer sie ist. In eine Identität, die keine Angst mehr haben muss vor äußeren Umständen, weil sie die Kraft und Macht plötzlich erkennt und sagt, diese äußeren Umstände habe ich kreiert auf Basis meines falschen Selbstverständnisses aus der Trennung her, weil ich immer wieder glaubte, da draußen muss doch jemand sein, der für mich da ist. Und ich bin die Einzige auf dieser Welt, die immer wieder fallen gelassen wird, die immer wieder alleine gelassen wird, die immer wieder verlassen wird, die immer wieder enttäuscht wird. Aber das bin ich nicht. Das dachte ich nur, weil diese Geburtswunde von mir noch nicht geheilt war, diese Geburtswunde der Trennung. Und ich mich immer wieder ausgeliefert gefühlt habe. Aber jetzt weiß ich's. Jetzt kenne ich die Wahrheit. Es gehört dazu. Es gehört dazu, zum Menschsein, dieses Bewusstsein zu transformieren in Ganzheit und in Heilheit. Und deswegen sind mir all diese Dinge passiert, die so unschön sind und die mich so verletzt haben, die mich so wütend gemacht haben, die mich so ausgeliefert gemacht haben, die mich von mir so entfernt haben, dass ich gar nicht mehr wusste, was soll ich hier? Was soll ich hier? Wozu bin ich hier? Um zu schuften, um zu schaffen, um zu leiden, um traurig zu sein, um immer wieder zu warten, bis irgendeiner kommt und mir hilft und mich erlöst? Nein. Die Wahrheit ist, ich habe diesen Weg angetreten, um diese Erlösung in mir selber zu finden. Und die ist nur mental. Die ist völlig losgelöst von meiner Geschichte, von allem, was im Außen jemals passiert ist. Die ist auch losgelöst von meinem Körper. Und jetzt bin ich völlig losgelöst von allem, was da war.
Und dieser Erkenntnisprozess, der geht in verschiedenen Schichten. Und er fängt da an, dass du dich dafür entscheidest, dieses Prinzip zu verstehen, dich selber zu verstehen. Dadurch, dass du dich verstehst, kannst du dich komplett annehmen, lieben, unterstützen, in deiner ganzen Authentizität, in all deiner Emotionalität, in all deiner Vergangenheit, in all deinem Schmerz, weil du weißt, wo er herkommt und dass dieser Schmerz nur dazu gedient hat, dass dir klar wird, was hier auf Erden gespielt wird. Und dass du jetzt bereit bist, in dieses Spiel einzusteigen und es zu deinen Freude, zu deiner Erfüllung, die du ja eh schon bist, auszuleben. Als dieses Divine Design Wesen mit einem Divine Design Selbstkonzept, das im Außen permanent wiedergespiegelt wird im Sinne von Erfolg, in Liebe, erfüllter Partnerschaft, sich angenommen fühlen, sich gesund, sich vital zu fühlen, sich heil und ganz und komplett zu fühlen und von der Welt genauso reflektiert zu werden. Ist es das nicht wert? Einfach nur zu erkennen, um was es hier geht. Einfach nur zu erkennen, warum dieses Leid war, warum diese ganzen Traumata waren, warum die ganze Ablehnung war, warum die ganze Lieblosigkeit war. Dass du einfach sagst, oh mein Gott, ich sehe es jetzt, ich erkenne es jetzt, ich komme jetzt draus, ich verstehe es. Und jetzt ist my time. Jetzt ist my time. Die Zeit für mich ist gekommen, alles so zu haben, zu reflektiert zu bekommen, im Außen mir eine Welt wie ein Universum zu generieren, indem ich aus meinem Divine Design Soul Blueprint alles regiere. Meine Energie regiert, meine Energie führt, meine Energie geht voraus, aber jetzt geht diese komplette, heile, perfekte, geliebte, angenommene Energie voraus und manifestiert Situationen, Erlebnisse, materielle Dinge, Businesserfolg, Häuser, Autos, Freiheit, Reisen, alles so, wie es jetzt schon dasteht. Aber du noch nicht in diese Realität eintreten konntest, weil du dich ja als getrennt von dieser Erfüllung und von dieser Fülle wahrgenommen hast, als diese Person, die eben noch hier kämpfen muss und die noch abgelehnt ist, die noch wütend ist, die noch angepisst ist. Und das ist das Nachhausekommen, das du suchst. Und das ist der Weg und das ist die Reise, für die du hier angetreten bist. Und der Weg deiner Reise wird sich in dem Moment ändern, wo du sagst, genau so ist es, genau so ist es. Und jetzt komme ich in meine Kraft, jetzt komme ich in meine Power, die ich wirklich in mir trage, aber aus der Ganzheit, aus der Komplettheit, keine Kraft geht mehr an alte Dinge, an Vergangenheit, an Ungewolltes, sondern ich bin jetzt hier mit mir komplett und ganz. Und die Welt sieht mich komplett und ganz und die Menschen sehen mich komplett und ganz und ich bin in meiner Komplettheit und in meiner Ganzheit hier gewollt und erwünscht und ich darf auftreten, tun, machen, Projekte, Business, Beziehungen, Reisen aus dieser Fülle, aus dieser Erfülltheit für mich generieren, manifestieren. Aber das muss alles, innen muss ich komplett sein. Innen muss ich erkennen meine Heilheit. Innen muss ich erkennen meine Kraft, meine Power, als energetisches Wesen, das sich völlig, völlig distanziert. Völlig distanziert von dem, was ich mal war, was meine Identität war, wie ich gesehen wurde als getrenntes Wesen. Und diesen Sprung in die Einheit zu machen. Diesen Sprung in die Komplettheit zu machen. Das braucht ganz, ganz, ganz viel Mut, weil dir dein Verstand immer wieder Sachen sagt, die passieren könnten, die, wenn du diesen Sprung machst. Und du brauchst einen Rahmen, der dir
gehalten wird, dass du nicht wieder zurückspringst aus Angst, aus Unsicherheit, aus Verletztheit, weil das wird alles immer wieder so lange kommen, bis es keinen Platz mehr in deinem Seinszustand hat, bis du wirklich fühlst, es ist alles so unglaublich in Ordnung mit mir, mit meinem Leben, mit dem, was ich für mein Leben will, mit dem, was ich für andere Menschen will, mit dem, was ich mir insgesamt vorstelle über mich. Und diesen Weg biete ich dir an, mit mir und ganz tollen anderen Frauen zusammenzugehen in unserem Divine Design Soul Blueprint Master Programm, wo du diese Mastery deines Divine Design selbst, deiner Divine Design Identity absolut systematisch angehst und diese Richtung nie wieder verlierst und dich selber transformierst, transzendierst, all deinen Schmerz, all deine Ängste, all deine alten Erfahrungen, all deine Traumata, die werden in dir alchemisiert in pure, reine Liebe, die du aus deinem Divine Design Soul Blueprint tatsächlich bist. Und dann gehst du als Liebe durchs Leben. Du lebst ein Leben als Liebe, als Komplettheit und machst keine äußeren Umstände und Bedingungen mehr dafür verantwortlich, dass du es nicht leben kannst, weil du ganz genau weißt, ich bin das. Ich bin das. Ich bin so gewollt. Ich bin so auserwählt. Ich bin so auserlesen für all diese Fülle, für all das, was mir gefällt, für all das, was für mich Liebe bedeutet, für all das, was für mich Ganzheit bedeutet, für all das, so wie ich es haben will und nicht so, wie es mal war oder wie es für die meisten Leute ist. Weil du willst ja ein außergewöhnliches Leben, das so außergewöhnlich ist, dass es scheinbar nicht von dieser Welt ist. Und das sage ich dir. Dazu musst du dich erkennen als Wesen, das eigentlich nicht von dieser Welt ist, sondern ein Wesen, das aus dem göttlichen Divine Design Soul Blueprint mit aller Kraft und Macht entstanden ist. Und dieses Gefühl, dieses Lebensgefühl, dieses Gefühl über dich selber, über diese Ansicht über dich selber, über die Ansicht des Lebens, die ist so anders als das, was die meisten Menschen hier sehen. Und ich rufe dich auf. Geh diesen Weg bis zum Ende. Geh diesen Weg ab jetzt bis zum Ende. Dieser Weg führt dich zu dir in deine Kraft, in deine Macht, in deine Power. Er führt dich scheinbar über Wege, wo du denkst, ich verliere Menschen, ich muss mich von Menschen distanzieren, ich habe keinen Kontakt mehr, ich habe nichts mehr zu sagen, wir haben kein gemeinsames Verständnis mehr, wir haben keine gemeinsamen Ansichten mehr, wir haben keine gemeinsamen Werte mehr. Das passiert. Das passiert. Aber das ist nicht der Verlust dieser Menschen, sondern sie werden sich mit dir transformieren, wenn du in deiner Kraft bist und erkennst, dass im Außen alles auf dich reagiert, alles für dich da ist und alles für dich an Unterstützung da ist. Und Menschen, die du glaubtest, die dich nie wollten oder die nicht für dich da waren oder die dich abgelehnt haben, die werden sich verändern, wenn du nicht mehr diese Abgelehnte bist, wenn du nicht mehr diese Getrennte bist, wenn du nicht mehr diese Ungeliebte bist, wenn du nicht mehr diese Ausgelieferte bist. Diese Menschen wirst du in Wahrheit nicht verlieren. Sie werden sich mit dir transformieren und da wird ein Raum aufgehen, wo du meinst, es ist leer, es ist niemand da, es ist wirklich alles weg, es ist ein Kollaps, es ist ein Chaos, aber in Wahrheit ist es nur ein sich wieder in Energie verwandeln deiner äußeren Realität, somit, dass sie sich neu formieren und manifestieren kann. Deswegen habe keine Angst vor diesen scheinbaren Verlusten. Es ist nur ein Auflösen, ein Alchemisieren, um sich dann
neu zu manifestieren. Du kannst nichts und niemanden verlieren, wenn du dich selber gewinnst. Sie werden nur, diese Menschen werden nur anders in deinem Leben auftreten. Und in diesem Transformationsprozess, in diesem Alchemisierungsprozess, wo es sich anfühlt, als wäre alles leer, das ist der Prozess, wo du eigentlich dann eintrittst, wo alles da ist. Neville Goddard sagt, Schöpfung, Kreation, Manifestation ist beendet. Es ist alles schon manifestiert. Nur wenn du diesen Shift machst in eine neue Realität, in eine neue Dimension, dann muss diese Alchemie geschehen, muss dieses Auflösen passieren dürfen. Und das kann nur passieren, wenn du bereit bist, es im Vertrauen loszulassen, weil du weißt, es alchemisiert sich nach meinem neuen Seinszustand in meiner neuen Realität. Poppen all diese Dinge, all diese Menschen in einer Form und Ausgestaltung auf, die mein neues Sein reflektieren. Das willst du. Du willst nichts anderes. Aber diesen Transformationsprozess und diese Alchemisierung, die dir unglaublich viel Angst macht, weil du meinst, es löst sich alles auf, es verschwindet alles. Da musst du wissen, das ist gut, das ist richtig, das ist perfekt, weil die Dinge zeigen sich dann so, wie es meinem Divine Design Selbstkonzept entspricht. Bist du ready? Bist du bereit für diese Reise? Dann komm mit ins Divine Design Soul Blueprint Programm. Es wird die Reise deines Lebens sein. Eine Reise, die du antrittst, die dich in immer größere Heilheit, Ganzheit, Begeisterung, Erfüllung, Liebe führt, völlig weg von dieser Welt. Es ist nicht von dieser Welt, es ist nicht aus materiellen Dingen, es steht energetisch, mental in dir drin und zeigt sich hinterher in einer Verkörperung, wo du neu bist und wo alles in deinem Leben neu ist. Und es muss neu sein, weil alt willst du es ja nicht mehr. Also lass los. Lass los vom Alten und weiß, dass es in einer neuen Form, in einer neuen Art und Weise für dich immer zur Verfügung steht. Es geht dir nichts verloren. Es wird nur transformiert, wenn du dich transformierst. Ja, das ist der Weg. Das ist der Weg zu dir. Das ist der Weg in deine Seele. Das ist der Weg in dein wahrhaftiges Sein. Das ist der Weg in die Sphären der Energie, die Sphären der Manifestation, die Sphären der Heilung, die Sphären, die sind nicht von dieser Welt. Und es ist genau das, was du suchst. Wenn du Fragen hast, schreib mir zu unserem Divine Design Soul Blueprint Programm. Am 17. Mai habe ich noch eine gratis Masterclass, die heißt Hol dir deine Macht zurück um 20 Uhr via Zoom. Du kannst dich dazu anmelden. Unter diesem Video findest du den Anmeldelink. Und das ist der erste Schritt, den du da von mir ganz tief und klar erklärt bekommst, wo du diese Macht hast und wo du sie zurückholst und wie du sie zurückholst und warum es scheinbar so schwer ist, sie zurückzuholen. All diese Antworten findest du. Du wirst eine Möglichkeit haben zu Q&A, zu Fragen und Antworten. Ich freue mich, dich dort zu sehen und dich ein Stückchen raus zu katapultieren aus dieser Enge, aus diesem Leid, aus dieser Angst, die du vielleicht gerade in diesem Moment, diese Hilflosigkeit, noch spürst. Also, wir sehen uns im nächsten Video und hoffentlich in der Masterclass übermorgen. Und ich freue mich ganz, ganz riesig, dich auf deiner Reise zu dir selbst zurück zu begleiten.